Willkommen zurück zu Let's Play Lost in Blue Shipwrecked. Beim letzten Mal haben wir mit Aiden im Nahkampf einen Tiger erlegt. Männlicher wird der Junge nicht mehr. Und Gord hat versucht, unsere Truppe mit schwarzem Pilzragut zu vergiften. Glücklicherweise haben Lucy und Aiden nichts davon angenommen und somit hat er sich nur selber erledigt. Tja, und jetzt sollen wir sein Gegengift für ihn suchen gehen. Ja, als ob. Wir gehen jetzt erstmal hier an unsere Baustelle und basteln uns den ersten Schritt zu einem größeren Regal zusammen. Immerhin haben wir dafür genügend Materialien. Für die restlichen drei Schritte leider nicht. Und wir haben auch heute nicht mehr genügend Zeit überhaupt dafür, um es zu machen. Denn dieser Schritt hier wird eine Stunde dauern. Und wenn wir noch eine Stunde vergehen lassen würden, dann wären wir über die 0-Uhr-Grenze geschritten und würden den nächsten Tag anbrechen lassen, was ich wirklich nicht möchte. Also mal wieder die Pflöcke reinhämmern und dann haben wir es auch gleich. Da müssen wir nur noch Ranken festbinden. Wir müssen jetzt auch so Sachen wie zum Beispiel das weiche Fell, das wir vom Tiger erhalten haben, im Lager lagern können. Und das nimmt natürlich seinen komplett eigenen Slot ein und wird für fast das gesamte restliche Spiel da drin stecken. Leider, leider. Und lässt sich auch nicht mit anderen Tierfällen aufeinander stapeln. Von daher ist ein größeres Regal definitiv eine sehr sinnvolle Investition. Wow, lieber dranbleiben. Ja, wir gucken mal schnell auf die Uhr und sehen, es ist 23.23 Uhr. Wir müssen sehr bald ins Bett gehen. Aber es reicht noch, um mal eben schnell was zu essen zu machen, denn das dauert nur 10 Minuten auf der Spieluhr. Ja, dann rösten wir natürlich wieder. Wir haben zweimal das Tigerfleisch. Eine richtige Mahlzeit für echte Männer. Und Hirschfleisch in Lucy's Inventar. Da das Tigerfleisch sehr nahrhaft ist, machen wir jetzt mal nur eins davon fertig. Ansonsten wäre es pure Verschwendung und wir schmeißen das Hirschfleisch dazu. Also ab ans Grillen. Es ist selten, dass wir das hier mal machen mit gerade mal zwei Ingredienzien drauf. Aber jetzt extra nochmal loszuziehen, lohnt sich nicht wirklich, um neue Sachen zu sammeln. Denn da werden wir sehr wahrscheinlich in den nächsten Tag reinrutschen. Und das ist einfach überhaupt nicht den Aufwand wert. Ja, dann nehmen wir schon wieder das erste Teil runter. Sehr schön. Dadurch, dass wir weniger auf dem Grill haben, ist das Fleisch auch dementsprechend schneller durch. Das ist eine sehr praktische Sache in diesem Fall. Und fertig! Wir haben ein Fleisch-BTN. 5 Sterne kreiert. Guten Appetit, Lucy und Aiden. Lasst euch diese Delikatesse schmecken. Tiger gibt's nicht häufig zu fressen. Selbst wenn ich es euch jeden Tag verfüttern wollte, so oft haben wir das nicht. Das ist toll. Ja, das ist ganz gut. Du könntest ruhig eine bessere Meinung von Tigerfleisch haben, als das ist ganz gut. Aber hey, jawohl. Und die Sättigung ist auf 100% gestiegen. Das war schon fast Verschwendung, das heute Abend noch zu machen, aber was soll's. So, jetzt noch schnell unser Inventar aufräumen. Ab ins Regal mit den ganzen Baumreben hier, damit wir schon mal für morgen gerüstet sind und direkt am frühen Morgen losrennen können, um unsere neuen Aufgaben zu bestehen. Da sehen wir, wir können das ja nicht mehr ins Regal tun, weil wir keine Plätze mehr dafür haben. Ja, wie gesagt, wir brauchen möglichst sehr schnell ein größeres Regal. Wie gesagt, ist ja auch schon im Bau. Dann geht das jetzt hier mal alles an Lucy, damit zumindest nicht Aidens Inventar vollmüllt. Ja, und wir sehen, dass Lucy's Inventar auch voll ist. Das ist überhaupt nicht gut. Da werden wir wohl mal wieder ein paar Werkzeuge zusammenschustern müssen, wenn ich das hier so sehe. Ja, denn die Steinplatte können wir auch nicht ins Regal schieben. Blöd. Naja, aber immerhin die ganzen anderen Sachen, die wir schon im Regal haben, können wir aufeinander stapeln lassen, bis zu einer bestimmten Anzahl. Also da werden wir keine Probleme mit haben. Tierhaut haben wir auch gelagert, sehr gut. Zweige haben wir nicht gelagert. Ja gut, dann müssen die wohl auch in Lucy's Inventar bleiben. Und wir können sie am nächsten Morgen reinwerfen ins Feuer, damit sie dann halt als Brennholz dienen und gar nicht erst sinnlos im Regal vergammeln müssen. Okay, so viel dazu. Schnell ins Bett, bevor 0 Uhr vergeht. Ja, gute Nacht, Lucy. Nacht. Wird nicht motivierter. 8 Tag ist vorbei. Was? Lucy's Beutel und Aidens Beutel und im Lager und überhaupt. Viel haben wir nicht mehr. Guten Morgen. Ah, tolles Wetter. Natürlich haben wir jetzt wieder ein kleines bisschen Hunger, von daher könnten wir das Tigerfleisch jetzt eigentlich schon fertig machen, aber wir haben keine zusätzlichen Ingredienzien dazu. Natürlich kommen die Zweige direkt ins Feuer, weil sie uns sonst das Inventar zumüllen würden. Ja, und dann gehen wir jetzt nochmal an den Schrank dran. Dann gucken wir nochmal. Wir bewegen mal eben das Fleisch da rein, denn das sollte einfach nur nicht über Nacht im Regal liegen bleiben, da ansonsten Ratten auftauchen könnten und das Fleisch auffressen könnten. Zwar nicht garantiert, aber ich will es nicht riskieren. Und wir nehmen Lucy mit. Wir können ansonsten nicht wirklich viel umsortieren momentan. So, dann würde ich sagen, springen wir mal schnell auf die andere Seite des Flusses hinüber.
denn es sollte inzwischen genügend Zeit vergangen sein. Außerdem wird sie durstig, ja, das wissen wir ja, sie ist schon auf 30%, dass wir hier vorne mal wieder was Sinnvolles einsammeln können müssten. Erstmal hier vorne umgucken, jawohl, und da sehen wir, dass der Baumstamm wieder fällbar ist, den wir schon mal eingesammelt haben mit Aiden. Und da diese Dinger so dermaßen wertvoll sind, ist es unsere Top-Priorität überhaupt vor allem anderen, jegliche vorhandenen Baumstämme als allererstes einzusammeln, sobald wir können. Und hack, 2, 3. Und 4, Timber! Werkzeug Steinachs zerstört. Na, das macht immer ein bisschen Platz in unserem Inventar frei. Ist mir auch recht. Und her mit dem Holzklotz. Soweit, so gut. Ja, das war eigentlich schon alles Wichtige, was wir hier drüben brauchen. Natürlich können wir diesen Stock mitnehmen, der sowieso mitten in unserem Weg drin lag. Und diese Zweige ebenfalls. Sehr nützlich, sehr nützlich. Und wieder zurück auf die andere Seite. Ja, jetzt brauchen wir aber ganz dringend einen Schluck Wasser hier vorne für Lucy. Sie geht schon gleich auf die 20% zu. Und das in der ganz kurzen Zeit nur, die wir auf der anderen Seite waren. Hat sie glatte 10% hier vorne verloren. Ja, ja, sie wird durstig, bla bla bla. So, und Glück, beide auf 100% aufgefüllt. So viel zur Flüssigkeitszufuhr. Da werden wir erstmal keine Probleme mehr mit haben. Und im allergrößten Notfall könnten wir immer noch unterwegs oben im Wald halt machen und dort an der Quelle trinken. Ich denke aber mal, das wird nicht notwendig sein. So lange sind wir nur auch nicht unterwegs, wenn wir einfach nur schnurstracks ins Waldgebiet hochlaufen. Ja, Gott hat uns ja erzählt, auch wenn wir ganz klar gesehen haben, dass das nicht der Fall gewesen sein kann, dass er, als er zu uns das erste Mal gekommen ist, den Baumstamm runtergeschlagen hat, den wir nicht hoch konnten, wo unsere beiden Charaktere zu dämlich waren, mal eben eine Räuberleiter zu bilden oder sich anderweitig zu helfen, eine Leiter zu bauen. Die können ja alles möglich konstruieren, aber offensichtlich keine Leitern, um weiterzukommen. Erstmal wieder hier vorne den abkürzenden Minecraft-Block hoch. Und dann rüber in den Wald. Hallo Stier, mit dir werden wir wieder mal nichts machen. Du wirst generell für das restliche Spiel vollkommen sinnlos sein. Ach ja, dieser Stier, das Bullenreiten. Da wollen wir mal nicht weiter drüber reden. Ist der Regenbogen heute da? Man kann ihn schlecht sehen bei der Kameraeinstellung. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, extra danach zu gucken. Wir müssen so viel Zeit wie möglich sparen, denn wir explorieren ja ein neues Gebiet. Und wir wissen ja, dass dieses Spiel hier sehr zeitlastig ist. Alles hängt davon ab, wie schnell wir arbeiten und wie effizient wir sind. Na gut, zugegebenermaßen könnten wir wahrscheinlich ein bisschen weniger effizient sein, als ich es bin, aber das würde das Spiel natürlich verlangsamen und das wollen wir ja nicht. Ja, und wir sehen tatsächlich, der eine Baumstamm da vorne ist jetzt runtergeschmissen worden. Können wir vorne noch irgendwas jagen? Nein, nichts zum Jagen da. Okay, dann klettern wir hoch in ein komplett neues Gebiet. Auch wenn hier noch nicht sofort ein Bildwechsel kommt, wir sehen da vorne schon einen. Aber wir werden hier vorne natürlich noch den Vorsprung erkunden wollen. Vielleicht gibt es ja noch was, wie zum Beispiel dieses Blatt hier. Können wir definitiv irgendwann mal gebrauchen. Und da liegt was sehr Auffälliges. Ein topfartiger Stein. Du besitzt jetzt Schlüsselobjekt, topfartiger Stein. Kochen, dämpfen sind jetzt im Lager verfügbar und frittieren ist jetzt für Lucy verfügbar. Das wäre für das Kochen nützlich. Aus irgendeinem Grund kann nur Lucy frittieren. Aiden kann das nicht, aber auch Aiden stehen jetzt endlich zwei neue Kochmöglichkeiten zur Verfügung, die wir bei Gelegenheit irgendwann mal demonstrieren werden. Die werden wir größtenteils nicht verwenden, weil sie nicht so nützlich sind, meiner Meinung nach. Ja, und da sind wir nun in einem tatsächlich komplett neuen Gebiet. Ein schönes Plateau hier oben, muss man sagen. Kann man nichts gegen einwenden. Mal sehen, was wir oben an neuen Materialien auftreiben können. Und ob wir hier neue wilde Tiere, wie zum Beispiel dieses Wildschwein da vorne, antreffen werden. Na, neu ist es nicht wirklich, aber es ist auf jeden Fall ein wildes Tier. Also erstmal an Lucy geben und dann einmal mit Aiden essen. Oh, das Inventar komplett aufräumen. Und dann schnappen wir uns unseren Bambusspeer, den wir nur einmal bis jetzt im Kampf gegen den Tiger verwendet haben. Es ist die Waffe, die den Todesstoß gegen den Tiger gesetzt hat. Ja, und dann mal auf in den Kampf gegen das Wildschwein. Selbes Prinzip wie bisher auch. Warten, bis er angerannt kommt. Dann dreimal schlagen, wenn er sich aufregt. Wegrennen, warten, bis er angerannt kommt. Dann ihn sich wieder umdrehen lassen, schlagen und so weiter. Übrigens eine sehr wichtige Sache bei dieser Nebengeschichte hier mit Gord. Nebengeschichte. Das Spiel erwähnt es nämlich in keinster Weise.
Aber wenn wir zu viele Tage vergehen lassen, dann sind wir einfach plötzlich Game Over. Frag mich nicht warum. Wir haben übrigens gerade einmal Tierhaut, zweimal Wildschweinfleisch und einmal Öl von diesem Wildschwein bekommen. Da wir jetzt einiges an Bambus dabei haben, ist es sogar sinnvoll, dass wir das Öl mal mitnehmen, um daraus was Sinnvolles zu basteln. Und dann gehen wir vorne diese kleine Rampe runter. Ja, obwohl Lucy uns extra gesagt hat, oh Gott, hat nur dieses nachts mit Schmerzen wachbleiben Gift, stirbt er scheinbar, Fragezeichen? Das ist scheinbar, was das Spiel implizieren möchte damit. Ja, wir müssen also gezwungenermaßen seine Medizin hier oben aus dem Gebiet rausfischen, bevor es zu spät ist und wir tatsächlich einfach Game Over sind. Es gibt einfach auch keine Zwischensequenz oder so. Da ist man einfach plötzlich Game Over. Weil? Gründe? Ich weiß es nicht. Ja, dann schauen wir mal hier vorne, was wir da so haben. Da haben wir nämlich zum Beispiel Ranken zum Hochklettern und zwei Bildwechsel, die wir jetzt schon gesehen haben. Also noch einiges Neues zu erkunden. Da sehen wir eine neue Fruchtart, eine gelbe Frucht. Rein ins Inventar damit. Ah, nee, Moment. Ich glaube, wir haben sogar schon mal gelbe Früchte gesehen, wenn ich genau drüber nachdenke, nämlich im Bambushain. So, dann runter mit dem Baumstamm. Das aktiviert für uns eine kleine Abkürzung. Pring. Jetzt können wir also da vorne hochklettern zu dem Ort, wo wir gerade das Wildschwein erlegt haben und müssen nicht immer außen rumlaufen am Strand entlang. Nicht viel Abkürzung, aber definitiv hilfreich. Definitiv zeitsparend. Außerdem hat Max sich da hinten in der Ecke festgehangen. Naja, er wird zum Glück automatisch hier runter teleportiert, wie man sieht, sobald Lucy runterläuft. Glitch, glitch. Ja, dann gehen wir erstmal in das neue Gebiet, das wir hier direkt vor uns haben. Das andere Gebiet wollen wir gerade noch nicht betreten, aus guten Gründen, zu denen wir später noch kommen werden. Und da sehen wir auch schon ein neuer Baumstamm zum Abhacken. Also her mit der Steinaxt. Da werden wir jetzt einiges an Material sammeln können, das wir für neue Möbeljahrstücke brauchen werden. 1, 2, 3, 4 Timberblock. Dann mal eben an den Baum schütteln, während sich der Baumstumpf da vorne in ein aufnehmbares Item transformiert. Und da haben wir mal wieder einen Stock auf dem Boden. Und Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Da könnten wir natürlich mal wieder buddeln, wollen wir aber definitiv nicht. Und da ist schon wieder ein weiterer Baumstumpf. Der Dschungel hier oben ist glücklicherweise eine super Quelle für gute Materialien, die wir sehr oft brauchen. Tja, und hier kommen wir nicht vorbei. Das Unkraut ist zu dicht. Wir können außerdem nicht mit unserer Axt oder unserem Messer oder sonst irgendeinem Item da vorne durch. Wir können auch kein Feuer anmachen, um die Dinge einfach niederzubrennen. Na gut, das würde auch einen Waldbrand verursachen, den wir niemals löschen könnten. Dann wäre die ganze Insel wahrscheinlich hinüber. Ach ja, ist ja nicht unser Pech, ne? Ja, hier vorne spielen wir außerdem mal wieder das Ranke-Minispiel an einem Baum, der hier im Dschungel so rumsteht. Vier haben wir, kriegen wir alle 5? Jawohl, wieder mal 5 von 5 Ranken erhalten. Erledigt. Soweit, so gut. Wir haben auch noch genug Platz. Und du kannst jetzt werkzeugweiches Seil machen. Aha, das heißt, wir haben eine neue Art von Ranken erhalten. Sehr schön. Außerdem kannst du das Werkzeug Wundermedizin machen, weil wir gelbes Kraut eingesammelt haben. Die werden wir zwar nicht wirklich machen, aber ich habe das gelbe Kraut immerhin mal aufgesammelt, damit wir das Rezept zur Verfügung haben. Und kabams! Ein weiterer Baumstamm für unsere Sammlung zum Regal bauen. Aber meine Tasche ist voll, ich sortiere sie besser. Also erstmal wieder essen und an Lucy geben. Haben wir überhaupt großartig was zu essen? Na, immerhin die gelben Früchte und eine Kokosnuss, die wir am Strand aufgelesen haben. Wir haben außerdem immer noch die kleine Falle, die habe ich gar nicht aufgeschrieben. Das müssen wir bei Gelegenheit definitiv noch machen. Das gelbe Kraut kann wieder weg, jawohl, da wollen wir nichts draus machen. Das Wildschweinfleisch kann auch an Lucy, das Öl ebenfalls, die Glasflasche behalten wir. Und der restliche Kram auch an sie rüber. Der Holzklotz kann nicht mehr an sie rüber, ihr Inventar ist schon voll, das ging verdammt flott. Na gut, dann erst mal den Baumstamm aufnehmen und weiter geht's. Dann können wir Lucy bald nach Hause schicken, aber vorläufig noch nicht, denn wir brauchen sie noch für etwas. Dann schauen wir mal, was wir da haben. Rote Beeren und einen weiteren Baum in der anderen Ecke des Dschungels. Wenn wir auf die Minikarte gucken, dann sehen wir, da ist noch einiges an Gebiet, das wir betreten könnten. Wenn diese nervigen Hecken da vorne nicht wären, die zu dicht sind, als dass wir durchgehen könnten. Durch die wir uns scheinbar auch nicht anderweitig durchschlagen wollen. Und da haben wir einen Blatt vom Baum geschüttelt. Und hier liegt ein kräftiger Stock. Jawohl, du kannst jetzt Werkzeug Steinhacke machen. Aha. Damit eröffnet sich eine neue
Arze des Materials für Aiden und Lucy. Wir können jetzt also eine Steinhacke machen und zu den Kristallen hingehen, die wir schon mal gesehen haben. Na, wer erinnert sich, wo die waren? Und können daraus Steine sammeln. Das wollen wir allerdings noch nicht machen, denn die würden unser Regal unglaublich zumüllen und wir brauchen sie momentan einfach für nichts. Hier ist noch ein weiterer Baum, von dem wir Reben greifen können. Also an die Arbeit, Aiden. Wir wollen nochmal möglichst 5 von 5 davon einsammeln. Jawohl, eine von 5, 2 von 5, eine nicht gute ist auch schon weg. Jawohl, 3 von 5, 4 von 5. Sieht soweit gut aus, nichts gut. Und plopp, jawohl. Und wir haben alle Ranken dieses Waldes abgeerntet. Sehr schön, damit sollten wir jetzt eigentlich alles geplündert haben, was wir hier im Dschungel momentan einsammeln können. Also begeben wir uns wieder zurück in den vorherigen Bildschirm und nehmen mal die andere Abzweigung, an der wir schon vorbeigegangen sind, die wir allerdings noch nicht genommen haben. Außerdem wird sie mal wieder durstig. Wir sollten also so langsam aber sicher daran denken, mal wieder was zu trinken. Das machen wir allerdings erst beim nächsten Mal. Also, was werden wir entdecken hier am Weststrand? Können wir Gods Medizin für ihn auftreiben, bevor er elendig an dem Gift der schwarzen Pilze krepiert, die ihn eigentlich gar nicht hätten umbringen sollen? Wer weiß, erfahrt's beim nächsten Mal. Bis dahin, see ya!